Yo Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers. Hier wieder der Benny und der Olli für euch am Start mit Let's Play Axiom Rage. Axiom Rage? Axiom Rage? Verge, verdammt. Rage, ja. Axiom Rage, das kommt noch sicherlich. Das kommt auch noch, ja, richtig. Okay, wann schießen die denn? Okay, da schießen sie. Ach, ich dachte, er hat mir nachgezielt, er ging nur um die Ecke. Er ging nur in die Ecke, ja, aber es sah echt aus, ja. Dass er mir da noch nachgezirkelt hat. Wahnsinn. Leute, also wir habe ich letztes Mal ein wenig erkundet. Sehr viel Fortschritt habe ich leider nicht gemacht. Was habe ich denn gefunden? Ich habe, glaube ich, nochmal Munitionsverstärkungsteil gefunden. Ja, genau, aber ansonsten war es bloß Erkundung. Erkundung. Ich muss auch sagen, wir haben auch nicht so viel von Sie gesehen. Nee. Wir sind wirklich direkt durch zum nächsten Gebiet. Ob das jetzt sonderlich gut ist, wissen wir noch nicht. Ich weiß nicht. Wie gesagt, also ich glaube halt echt, dass wir schon seit Absu ein Dings haben sollten, ein Sprung-Upgrade. Ja. Aber gut, von mir aus. Wer bin ich? Zumindest. Wir haben so viele Möglichkeiten, wo wir noch hin könnten. Ja. Und ich meine, die Karte geht ja sicherlich noch ein bisschen. Und von Sie haben wir halt auch noch keinen Boss gesehen, ne? Das ist es halt. Die Frage ist, gibt es jedes Mal einen Boss? Können wir den Boss schon machen? Aber jetzt gehen wir erstmal ein bisschen durch Kur. Ja, jetzt gehen wir erstmal durch Kur, ne? Guck mal da! Ja, das. Aber ist das eine Orangentür, keine rote? Ja, vielleicht. Ja, vielleicht war's. Ja. Seit wann ist Orange den Speicherplatz? Ja, hör auf, hier rumzuheulen. Ich muss das mir auch. Ja. Muss es auch ertragen. Halt, warte. Ach komm. Nee. Ach komm. Och nö. Schade. Versuch was. Dahinter ist vielleicht eine rote Tür. Ja, vielleicht. Genau. Ach so, ja, genau. Ich wünsche dir eine rote Tür. Das ist sehr nett von dir. Ich kann ja gerade nicht springen. Aber hier sieht's noch ein bisschen stabiler aus, finde ich. Ja. Und das sind einfach mal Igler von Metroid, nur ein bisschen schlimmer. Ja, so ein bisschen irgendwie. Du triffst mich hier nicht. Nein. Maximal, wenn er um die Ecke geht. Ich kann dich aber verglitschen. Oh. Okay, was zum Teufel? Heilen die mich jetzt? Ah, nee, die machen einfach keinen Schaden mehr. Vielleicht machen die dadurch jetzt Umgebungsschaden. Ich verglitze einfach mal, da machen sie mir nichts mehr. Richtige Disco-Party hier. Ja. Okay, die kann ich jetzt so ein bisschen als Minen... Dings benutzen, als Minenroboter. Ja, so ein bisschen den Bereich abscannen, falls es denn funktioniert. Ich weiß es ja nicht. Ach, guck mal. Aha. Sehr schön. Ja, was? Ja, da links hat sich was freigesprengt. Ah, schön. Ach Gott, krass. Und wo sind wir jetzt? Was bringt mir das? Nichts. Jetzt muss mir was bringen. Ein bisschen glitschen? Nee. Hä, das muss mir aber irgendwas bringen, oder? Also, bei dem Spiel würde ich wirklich alles erwarten, aber... Trotzdem wenigstens irgendwas? Ach, nach oben, ach. Ah, da geht's auch noch weiter, ja. Achtung. Oder? Ist das hier bloß ein. Ich kann die auch mal verglitschen. Wieso ist da schon wieder eine orange Tür? Wieso sind jetzt Türen orange? Farben. Ich weiß es nicht. Ich verglitsche ich nochmal. Aber mache ich mir jetzt bloß gerade den Weg leichter? Oder wie? Hä? Bist du gerade hin? Ich weiß es nicht. Verblöden, jetzt Feierabend. So ein bisschen, warte. Hilf mir mal. Und dich erwische ich nicht ganz. Ja, vielleicht schon. Vielleicht noch die Ja. Sehr schön. Achso, okay. Hab ich das nicht gerade? Na, keine Ahnung. Okay, von mir aus. Aber es war wirklich bloß eine Abkürzung, theoretisch. Können wir uns zwar merken. Oh, Waffen-Upgrade. Nein, ich will da hoch. Lass mich da hoch. Ich glaube nicht, dass wir ein Sprung-Upgrade kriegen. Meinst du? Ah, guck mal, da geht's hin. Ich glaube, das wäre zu einfach. Ja, schon, aber wie viele Gebiete gab es denn, wo wir nicht hoch können? Und vor allem jetzt wieder. Ja, vielleicht kommen wir von der anderen Seite noch hin. Ja, vielleicht, aber wir kommen... Ach, guck mal, das ist ein anderes Gebiet. Wir kommen dort so in die Mitte rein. Oder von dort... Ja, ich komme ja nicht rein, wir kommen also von dort raus. Oh mein Gott. Das ist eigentlich das Schlechteste, was man machen kann. Einfach mal in jedes Gebiet erstmal rein. Ja, so ein bisschen, hin. Ja. Einfach nicht weiter. Einfach wandern, nö. Mm-mm. Kommen wir mal ein bisschen da und das mag ich auch noch. Ich verglitsche. Oh Gott! Du magst es. Oh Gott, hat mich viel Schaden gemacht. Tatsächlich. Möchtest du nicht einfach mal ganz kurz die Waffe wechseln? Nova. Oder so? Ja, nee, die Nova ist schlecht. Die ist schlecht. Aber lauter orangene Türen, das gefällt mir noch nicht, aber es scheint bloß die Umgebungsfarbe zu sein. Bevor du mich angreifst. Aber hier gibt es sicherlich einige Sachen, die ich so bloß finden kann. Oh mein Gott. Weißt du, was das hier Merch heißt?
Axiom oder ein Axiom ist, das hätten wir vielleicht auch am Anfang. Eine Regel? Ein Axiom ist, soweit ich gelesen habe, etwas, das nicht erklärt werden muss, weil es sich in sich logisch erklärt. Ja, richtig. Ja, also es gibt, ich kenne es von Bio nämlich, die drei Axiome des Lebens. Nämlich praktisch die drei Sachen, die ein Lebewesen haben muss, damit es lebt. Ah, ja. Was war das? Fortpflanzung, Stoffwechsel und noch irgendwas. Mhm. Deswegen ist nämlich ein Virus kein Lebewesen. Ach so. Weil dieser irgendwas nicht hat. Und was hat's nicht? Das dritte fällt mir gerade nicht ein, deswegen. Aber egal, also ein Axiom, ja genau, richtig. Also ein Axiom ist so eine Art. Es ist noch nicht mal eine Regel, es ist noch stärker als eine Regel. Ein Grundprinzip. Ein Grundprinzip und wie gesagt, in der Physik, glaube ich, ist wirklich was man nicht beweisen muss, weil es beweist sich von selber. Ja. In einer logischen Weise. Ja, genau. Zum Beispiel auch diese drei Grundprinzipien. Man muss nicht erklären, dass die Lebewesen durch den Stoffwechsel leben, ja. Weil es ist ja rein logisch, ich hasse dich. Ja. Zum Beispiel bei Physik war nicht mal was von wegen, alles was keine Masse hat, gibt's nicht. Kann es etwas geben, was keine Masse hat? Stimmt. Ja. Das ist auch sowas, ja. Was wirklich gar keine Masse hat. Ich geh mal da rein. Ja. Na gut, auf jeden Fall, ja gut, und dann Verge? Es hat plötzlich angefangen. Verge ist das englische Wort für nicht Kante, Klippe oder sowas, sondern am Rande von. So ähnlich wie Edge. Okay. Also am Rande eines Axioms habe ich mir so ein bisschen zusammengereimt. Was macht? Oh mein Gott. Ich kann es stabilisieren. Das ist so. So viel zu stabilisieren. Das geht nicht. Nee, wir brauchen noch irgendwas, was wahrscheinlich genau da drin ist. Ja. Womit wir damit noch besser verglitschen können. Oder entglitschen können. Ja, vor allem, du bist im Raum. Das ist ein Viecher. Deswegen war auch eine Speicherstation dann zum Anfang. Ja. Und vor allem, ich konnte jetzt wieder komplett runter, weil ich noch nicht weiter konnte. Du hast gesehen, da waren diese Stacheln, da wollte ich jetzt mal nicht reinspringen. Also, ich weiß nicht, ich würd schon ein paar Mal den. Ja. Ja. Also, ich hätte ein paar Mal den Olli gemacht. Den Olli gemacht? Ja. Nee, bei diesen Stachelnviechern. Gut, ich bin jetzt so gestorben, ich hätte einfach links rein sollen. Und dann ganz nach unten, das wär am sinnvollsten gewesen. Hätte, Fahrradkette. Ja, aber wir haben wenigstens, wir behalten unseren Fortschritt, deswegen. Es wäre ganz sinnvoll gewesen, sich oben auch sterben zu lassen, oder hätte man machen können, aber ich glaube, in Kur können wir vorerst nichts machen. Nee, ne? Du warst in allen drei drin, ne? Und bist ja, ganz oben, du hast ja gesehen, da war ein ziemlich langer Sprung und da waren wir zu Stacheln. Ja. Und da wollte ich jetzt nicht draufspringen, sonst wäre ich sofort verreckt wahrscheinlich. Also es sah nicht danach aus, als könnte ich da draufspringen. Deswegen gehen wir einfach wieder raus aus Kur und machen wir weiter in Sie. Okay, das hat mich nicht angegriffen, weil eventuell haben wir da noch irgendwas vergessen, ich weiß es nicht. Zumindest uns fehlt irgendwas. Ja, also ich denke da, das muss doch irgendwann mal kommen, okay, wir können nicht weiter. Ja, genau, wir haben irgendwas vergessen. Irgendwann muss das soweit kommen. Ja. Und der Punkt ist jetzt erreicht, glaube ich. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass wir wirklich komplett zurück müssen wieder. Jetzt gucken wir jetzt erstmal in Sie um und... Weil ich denke, da habe ich den Olli gemacht. Relativ wenig gesehen. Da, man sieht auch gleich wieder, Olli war am Werk. Ja, ich meine, ich bin durch Zufall einfach da hingekommen. Zielstrebig ins nächste Gebiet, das ist auf jeden Fall. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist dahingestellt, aber wie gesagt. Jetzt weißt du wenigstens mal, wo Kur ist. Ja, genau. Falls ich mich mal auf eine Kur begeben will. Ja. Ist ja gut, so gut wie Kalthusert mit seinen Notwitzen. Ja, wirklich. Da waren wir schon, ja, stimmt. Zombie Madness, Achtung. Ja, kann man aber auch nicht hoch. Ja, stimmt. Jetzt müssen wir mal kurz nachgucken. Wir sind nicht nach unten und wir sind nicht nach rechts. Dann gehen wir mal nach unten und nach rechts. Was? Achso, wir sind nicht nach unten. Ah, nicht. Was machst du denn? Tu der Audi. Einfach einspringen? Ja, klar. Tu der Audi. Hä? Aber da geht's doch nach unten. Guck mal. Aha, warte mal, das sind Verliese. Ja, weiß nicht zwingend, ob ich da hin will. Warum nicht? Geh doch hin. Ja, ich guck mich erstmal hier um. Machen, ja? Ich guck mich erstmal hier um. Jetzt machen wir hier ganz halblang. Wie kommen wir da nach unten? Ich sehe keine unten, da kommen diese Viecher raus. Ja, aber guck mal auf der Karte. Wenn ich mal einen Raum weitergehe, da geht's noch nach unten weiter. Ach, da. So. Wenn du jetzt mal guckst.
Der Gang ist schon nicht fertig. Achso, ja, das meine ich. Ah, das meinst du, ja. Ja. Nein. Das sieht auch sehr, ja gut, aber es ist so offensichtlich, dass es schon wieder, naja, nichts ist. Da kommen wir auch nicht durch. So offensichtlich, dass es wieder nichts ist. Ja. Hey, ich kann das Mikro noch viel näher an mich ranstellen. Yay. Yay. Ach, da kommen wir jetzt wieder. Du bist immer bei der Kamera in so einem Winkel. Du kannst direkt vor die Fresse stellen. Trotzdem sieht man dich voll und ganz. Ich bin immer hinterm Mikro. Tja. Versteck mich jetzt. Oha. Aber klinge. Ah, guck mal hier. Nochmal so eine. Diesmal von der Band Kiss. Noch so eine. Hallo, Sir. Sind Sie wach? Trace, das ist Veruska. Sie ging kaputt durch vergiftetes Blut. Sie ist sehr gefährlich, aber unsere Verbündete. Wenn du die Drohnen reparieren kannst, wird sie uns helfen. Okay, ich werde darauf achten. Die Drohnen reparieren. So? Nein. Nein. Es hieß ja, man kann kleine Drohnen reparieren. Meinst du, das sind die Shuzu-Köpfe? Ich glaube nicht. Ein gewagter Sprung hilft nicht. Und vielleicht jetzt. Da oben ist eine Tür. Ja, da bringt es uns sicher hin, wenn wir sie ihr helfen. Dann hebt sie eine ihrer Tentakeln hoch. Ja, so stelle ich es mir fast schon vor, ja, genau. Ja. Nur im Moment noch nicht. So, wie reparieren wir aber die Drohnen? Welche Drohnen? Sag doch mal genauer hier, Mensch. Zumindest müssen wir jetzt irgendwas reparieren. Das heißt, wir lesen hier jetzt mal einfach alles an. So, das hat aber schon mal nichts gebracht. Wo können wir als nächstes hin? Dort waren wir. Okay, nach links und nach oben. Also links durch die Tür. Ich weiß nicht, ob da irgendwas blockiert war. Schauen wir gleich mal. Ach, da waren die Viecher. Oh ja, pass auf. Das macht Spaß. Der bricht einfach durch. Nee, ich hab's gerade zerstört, deswegen. Also. Wir machen mehr Schaden. Ich habe keinen Schaden bekommen. Das muss jetzt so schnell gehen. Okay, er bricht doch durch. Oh, Achtung, du bist gleich wieder tot. Ja. Stimmt, da waren die Viecher. Aber die geben Leben, ab und zu. Wenn sie mal Lust haben. Ja. Oh, sehr schön. Nice. Wunderbar. Nice. Achtung, ja, die sind aber auch echt okay. Ja, die also gehen. Man schreckt mal kurz, sage ich mal, aber trotzdem, dann passt das. Achtung, da kommt keiner mehr. Ja, kommt an. Doch, okay, aber in die Richtung. Fahrrad. Ja, ich hatte bloß Sorge, dass in meine Richtung kommt, aber dann wäre er viel früher rausgekommen. Ja, leider kein Leben. Da sollte irgendwo ein Dings kommen. So eine Tentakelqualle, oder du. Ich kann man sicherlich auch so gut besiegen. Da ist die Tentakelqualle. Tentakelqualle. Haha. Zu breit. Ja, die Klassikwaffe mögen wir alle lieber. Ja, die geht schon ganz gut. So. Jetzt muss ich ja das ganze Backtracking machen, weil du willst sonst irgendwo hin. Ach so, nee, das war das. Dort ging's nicht mehr. Dort kommen wir, glaube ich, nicht mehr hoch. Wir müssen nochmal zurück nach Absu, was ich gesagt habe. Oh, nö. Aber entweder das oder ich habe echt Scheiße gebaut mit den Stacheln. Aber es sah nicht danach aus, als könnte man darüber. Was ist deine Meinung? Zurück nach Absu? Oder nochmal in Kur probieren? Nee, ich meine, nach oben ging's nicht, nach rechts ging nicht, da ging auch nicht. Es war bloß dieser eine Weg nach rechts und das war, da war ich mir halt nicht sicher. Dann versuch mal den Weg nochmal. Wobei, also ich meine, jetzt hier, gehen wir nochmal auf sie, bitte. Auf sie? Also sie, ja. Sie ist abgeschlossen. Also alles, was wir finden können. Ja, da wo wir blinken sind wir gerade. Ja, genau. Da bei diesem größeren Anfangsraum können wir auch nicht weiter nach oben. Wir können nochmal nachgucken. Guck da nochmal nach. Aber ich glaube auch nicht. Das ist jetzt natürlich blöd, aus der Richtung zu kommen. Na egal. Wenn wir euch verglitschen, was passiert dann? Gar nichts? Irgendwie nicht so viel. Ja. Gute Olli. Siehst du, geht doch. Ja, doch schon irgendwie. Gute Olli. Gute Olli. Was passiert denn mit euch, wenn ihr... Ach, das werden auch bloß langsamer. Ja, toll. Oh, ho, ho. Ho, ho, ho. Sehr schön. Und das war's auch schon. Wir brauchen ein Sprung-Upgrade. Nein. Ganz dringend. Glitch doch mal. Ja, was soll dann passieren? Nichts. Nee, da oben geht's weiter, aber ich komm nicht hin. Guck mal, da geht's sogar komplett nach oben. Siehst du, da ja, sind klar. Die Dings, die... Wir brauchen so dringend einen Sprung-Upgrade.
Ja, der High Jump, ne? Ja, genau. Der Klassiker. Der fehlt einfach. Der ist einfach. Was hast nicht du gemacht, Olli? Gar nichts. Ich bin einfach nur das Spiel gespielt. Nee, da kommen wir nicht hoch, weil wir brauchen ein Spiel-Upgrade. Wir kommen jetzt zurück. Das ist nicht dein Ernst. Nee, ne? Wir kommen nicht mehr nach Absu, das ist nicht gut. Also langsam wird's knifflig. Wenn wir in Kur nichts machen können, wird's eklig. Ja, aber es kann keinen so offensichtlichen Gamebreaker geben. Nee. Niemals. Nee, das denke ich auch nicht. Ich weiß ja nicht, wie das bei Steam abläuft, welche Spiele sie in ihr Sortiment aufnehmen, aber okay, es gab aber echt schon Kackspiele. Habe ich zumindest ja, es gibt genügend Kackspiele, auf jeden Fall. Das ist nicht die Frage. Aber das Spiel läuft bisher so gut, sage ich mal, und dann wirklich so ein massiver Fehler, ja. Traue ich ihm an sich nicht zu, aber ganz ehrlich, ich habe langsam echt Sorgen, weil es sah zumindest nicht danach aus, als wollte ich da entlang. Jetzt komm mal her hier. Danke. Yay. Wir haben zumindest auf jeden Fall nochmal einen geheimen Weg gefunden, der uns aber immer noch nichts bringt. Es ist schade, ne? So die ersten Parts so richtig schön Fortschritt gemacht. Ja, also genau, und so jetzt irgendwie und gar Waffen. Nichts. Nichts, nichts und nochmal nichts. Ich freue mich schon drauf, wie ich die Parts benennen darf. Rumgeirre in kein Plan, wo wir hin müssen. Ja, genau. Zurück, aber ich hoffe mal, dass wir jetzt bald das Sprung-Upgrade finden und dann wirklich weitermachen können oder irgendwas finden, was wir damit machen können, aber... Es ist ja gerade echt so ein bisschen mau. Wir suchen einfach bloß ein Item. Ich verstehe nicht, warum man das nicht reparieren kann. Wofür ist dieses Glitch schon da? Nur um einen Haufen Mist zu machen. Ich weiß nicht, aber wie gesagt... Es wurde so schon gezeigt am Anfang, ah, guck mal hier, das sind so ein paar Plattformen und so weiter. Die sehen wir jetzt halt, oder den Sporen, ne? Ja, aber ich glaube, dass wir einfach noch nicht dafür stark genug glitchen können oder entglitchen können. Wir müssen noch stärker glitchen. Ja. Hey, mein Lieblingsraum. Guck mal, was die Zeit macht. Ich sehe es leider nicht. Ja, ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Ja gut, gucken wir mal. Wollen wir noch mal bis, weil wir jetzt eh nicht viel gerissen haben, noch mal ja. Nach Kur zurück? Gehen wir mal nach Kur. Genau, dann haben wir jetzt nämlich zwar einen längeren Part, aber trotzdem wenigstens irgendwas, naja. Nach haben wir den Fortschritt. Kur und zurück. Ja, Nee, nach Sie und zurück. Ja. Das war echt blöd. Es sah nicht danach, wie gesagt, ich verteidige mich da selber und sag, es sah einfach nicht danach aus, als sollte man da lang. Ja. So. Tja, scheiße gebaut, tja, ne? So ein bisschen, ja. Oh, ein bisschen arg. Kein Fortschritt. Tja, Benny. Es kann nicht immer Fortschritt geben. So, komm mal her hier. Der ist scheiße. Oh Mann. Schön ist ja wirklich, dass der hat immer noch die beste Reichweite. Das ist so. Ja. Wir haben bisher keine bessere Waffe gefunden, wenn es auf Reichweite geht. Ja, was? Hä? Wie viel Reichweite willst du noch haben? Die ja, klar, natürlich, er ist unendlich, aber er ist halt einfach von da, weiß irgendwie so, keine Ahnung, was weiß ich, irgendwie Dreifachschuss, der ein tollerer Schuss oder sowas, aber es ist ja wirklich der Standardschuss, der einfach Reichweite hat. Alles andere ist so, es ist cool, aber es kann dich bloß vor deinen Füßen beschützen. Achtung, du hast das gehalten. So. Wir sehen jetzt gerade Ollis Part einfach nochmal. Ja, genau, so ein bisschen, bloß besser. Ach so. Außerdem haben wir mit dem komischen Dingens geredet. Mit Valley irgendwas mit V. Valley, ach. Wally? Wally. So, schön ins Ei getankt. Ja, und jetzt noch der, ach, noch der Weg nach oben. Das ist natürlich auch ätzend. Oh Mann. Nicht von den Fischen treffen lassen. So. Also, ja. Sorry, dass ich da an Spermien denke. Es ist ja auch was ganz Natürliches, aber ich denke an Spermien dabei. Irgendwie. Oder kleine Dinger, weiße Dinger mit Geißel dran, die rumschwirren. Halt, da kommen wir so. Ich muss echt mal ein bisschen damit arbeiten. Das ist, glaube ich, deutlich sinnvoller. Das war die ganze Zeit aufs Menü zu wechseln. So. Tada. Zack, 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 zack. Dann wieder hier so. Ja, das geht doch schon viel besser. Nice. Kann ich irgendwie auf diese Blubberblasen? Nein, kann ich die irgendwie... Nein, kann ich nicht. Ja, schade. Das wär natürlich auch eine Idee, ne? Ja, und mich dann wie auf den Sporen am Anfang rumtragen genau, lassen. Richtig. Aber irgendwie, das Spiel will es nicht. Und deswegen sind wir wieder zurück in Kur. Okay. Großartig.
da begrüßt sie uns wieder, wenigstens. Hallo, mach herzlich willkommen bei den Aufreger. Ja. Mach mal wieder. Guck jetzt mal nach oben rechts. Ich guck mal nach oben rechts. Das jetzt mal. Ultra langer Part jetzt halt, aber egal. Wenn es da wirklich weitergeht, dann Entschuldigung. Ja. Dann haben wir einen riesengroßen Umweg gemacht. Die speichere ich hier nochmal kurz. Dann war es wirklich komplett für den Arsch. Ist halt, ja, okay, außer der Roboter. Wobei, ich meine, wir werden es ja sehen später, ob diese Roboter wirklich jetzt so dermaßen wichtig war. Ja, aber ich sag mal so, wenigstens sind wir uns jetzt sicher, dass wir nicht zurück müssen. Das war ja die ganze Zeit so, müssen wir da jetzt lang oder nicht? Aber jetzt wissen wir, okay, wir können gar nicht zurück. Ja, stimmt. Das ist jetzt, wenigstens haben wir jetzt Sicherheit und das gefällt mir schon mal sehr. Ach, die können jetzt sogar sich gegenseitig töten, coole Sache. Nice, nice, nice. Schub. Komm. Machen wir den Weg frei. Ja, aber wieso können das bloß jetzt... Das können bloß die Viecher machen. Ja. Okay, also gibt's doch manche Blöcke. Tatsächlich. Komische Sache. Komisch. Das ist echt merkwürdig. Nicht, dort komme ich nicht hoch. Nee, sei denn, da war kein Viech. Da war kein Viech zum Glitschen. Was, wenn der schießt? Der da? Der da noch rumglitscht. Ach, guck mal, der... Den ja, habe ich gar nicht gesehen. Ach, der geht da. Ich dachte, das in der Mitte wäre wär nicht durchgängig. Wow. Ja, das habe ich berechnet. Das habe ich berechnet? Ja, nee, hat man ja gesehen. Aber es geht auch nicht. Nee, okay. Okay, wieder der Fliegenschwarm. Gut. Die werden ja nicht aggressiv, solange man... ja. Olli tickt schon aus. So, die werden ja nicht aggressiv, solange man nicht nah genug kommt. Sehr schön. Und wir sind wieder zurück, wo wir vor 10 Minuten waren. Tut mir leid. Cool. Toll gemacht, Benni. Toll. Yay. Fortschritt so viel. So, jetzt gib mir mal den Controller, ja? Schließlich habe ich Abitur. Hier, sieht das gesund aus, um rüber zu springen? K-L-U-K. Okay, Ach du Scheiße! Es ist Hintergrund! Ach, okay, gut. Guck mal hier, Seepferdchen. Ja, nee, sehen eher aus wie Hummer. Lobster! Ja, komm schon. Okay, danke. Jetzt greif den an! Gut gemacht. Nein! Das tut weh. Aber so sehr. Okay, ja, natürlich fliegt doch jetzt einfach durch die Gegend. Kein Ding. Du zerstörst das ganze Spiel. Das ist der Sinn davon, ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Das ist geil, das ist cool. Ach Mann. Ja, egal. Oh. Ach, Morphball. Wir brauchen den Morphball, ganz dringend. Nein, das wär's auch schon. Okay. Da kann die Nova jetzt helfen. Oh, Nova. Oh, du machst deinen Job ja mal. Ich will die leben, danke. Ich will ja nicht dringen. Ja. Aber langsam geht der Part. Ja, ich weiß. Ich wollte es wenigstens ein bisschen Fortschritt machen. Okay. Okay. Es tut mir leid, aber es sah wirklich nicht danach aus. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder im nächsten Part. Ciao.